Hallo, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schläuche. Das ist ein weites Feld, was wir bisher ausgelassen haben bei den Reifenfilmen, weil das so immer so zwischen Baum und Borke stattfindet. Also Schläuche sind ja kein Muss. Fast alle Speichenräder haben Schläuche. Oldtimer haben Schläuche. Wenn Radialreifen drauf sind, sind eigentlich fast immer Schläuche drin. Man kann Schläuche gut reparieren, wenn man sie rausbekommt. Und das ist dann auch dicht, wenn man sie richtig wieder reinbekommt. Ich versuche ein paar Sachen zum Schlauch zu erklären. Und dann versuche ich mal ein Stück Schlauch aus einer Felge rauszuholen, dass wir dann mal Flicken zeigen können und dann wieder zusammenbauen können. Das ist allerdings nicht ganz einfach, was der Grund auch ist, weshalb man das immer heute beim Reifendienst machen lässt, weil das tierisch anstrengend ist und in der Regel auch nicht klappt, wenn man es kaputt sticht. Okay, legen wir mal los. Schläuche sind aus Gummi. Gummi ist eigentlich ein recht festes Material und durch die Bearbeitung mit Schwefel wird es dauerelastisch und bearbeitbar. Das ist ein Verfahren, das hat der Herr Goodyear Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt und hat dann verschiedene Dinge aus Gummi gebaut. Auf die Idee, dass man daraus einen Schlauch machen könnte, also einen Luftreifen fürs Fahrrad machen könnte, ist John Dunlop gekommen. Also der Herr Dunlop, der hat dann so Streifen, Textilstreifen gelegt und hat die dann mit Gummi vulkanisiert, also mit Schwefel, wie gesagt, bearbeitet, hat das dann dicht gemacht und aufs Fahrrad draufgebracht. Das hat natürlich Riesenvorteile. Es ist alles viel besser gefedert, es ist alles elastisch, das ist kein hartes Schlagen mehr und die dünnen Vollgummireifen, die da ursprünglich drauf gewesen sind, unkomfortabel, verschleißfördernd, nicht lange haltbar. Also der Schlauch ist eigentlich so die größere Erfindung als der Reifen. Den gab es nämlich vorher schon. Speichenräder haben heute kaum noch, früher aber hatten Speichenräder immer einen Schlauch. Und das gibt dann auch die Möglichkeit, den Schlauch zu flicken, wenn man unterwegs ist. Das versuchen wir gleich ansatzweise mal zu machen. Hier haben wir jetzt als Erkennungsmerkmal für den Schlauch so einen Schraubverschluss. Ist hier so eine Rändelüberwurfmutter. Anhand man dann eben den Schlauch so ein bisschen und das Ventil dann eben so ein bisschen reindrücken kann. Und dann sieht man, okay, das ist ein Schlauch, den kann man reparieren, rausnehmen. Ich habe ein paar Werkzeuge mitgebracht. Das sind Montagelöffel zum Abziehen von Motorradreifen, Montierhebel zum Abziehen von Autoreifen. Das geht tatsächlich von Hand. Also wer schon mal in Afrika gewesen ist, der weiß, das geht von Hand. Wer den Jungs schon mal zugeguckt hat, weiß, das ist eine irre Arbeit und kein Mensch möchte das wirklich von Hand machen. Deswegen lassen wir das ganze Autogeschehen mal weg. Fürs Auto sind ein paar Punkte wichtig. Wenn man jetzt das Gefühl hat, einen neuen Schlauch kaufen zu müssen, in der Regel, weil man einen Platten hat oder der alte Schlauch beschädigt worden ist, auf vielen Schläuchen steht die Größe drauf. Das heißt, man kann den Schlauch nach der Größe passend kaufen. Dabei sind sowohl die Bezeichnungen für Diagonalräder als auch für Radialräder auf den Schläuchen vermerkt. Das muss man sich dann umrechnen. Sonst sind die Angaben auf den Schläuchen eigentlich immer in Zoll angegeben, weil nahezu alles, was rund ist, wird international über Zollmaße definiert. Das ist jetzt ein Pirelli für eine 12-Zoll-Felge, also für den Fiat 500. Da sollte man dann auch, wenn man einen Fiat 500 hat, mit einer 12-Zoll-Felge, einen 12-Zoll-Schlauch kaufen. Es gibt dann Weltmeister, die sagen, ja, aber wenn ich das auch aufpumpe, wie blöd, dann ja, klar, geht. Also man kriegt auch den Schlauch vom Gogomobil, da ist er 10 Zoll, in den 125 12er Reifen vom Fiat 500 rein. Aber man spart dadurch ja nichts. Es gibt zwei Gründe, warum Schläuche kaputt gehen.
Das eine ist die ist eine Schraube, Spackschraube. Ja. Die wird vom Vorderrad wird die angehoben und dann ist sie schön in der Luft. Ich simuliere jetzt die Schraube, die sich hier reindrückt. Dann muss ich mit unheimlich viel Wucht da reingehen, bis ich den Schlauch wirklich kaputt habe. Ja. So. Das sollte die Erklärung oder das sollte zeigen, dass so ein Schlauch geht nicht häufig kaputt. Also in der Regel eigentlich gar nicht. Je älter die Schläuche werden, desto härter werden sie und desto eher gehen sie kaputt. Aber normalerweise gehen Schläuche nicht kaputt. Der zweite Grund, warum ein Schlauch kaputt geht, ist, wenn man beim Montieren mit dem Montierhebel den Reifen an der Felge irgendwie platt quetscht. Dann kriegt man das, dann kriegt man den Schlauch kaputt und das passiert auch relativ häufig. Das ist der Grund, warum ich, wenn ich für Motorrad Schläuche bestelle, dass ich immer zwei bestelle, weil einmal immer kaputt. Also vielleicht kann ich, also es wird daran liegen, dass ich nicht montieren kann, aber ich kaufe zwei. Ich zeig mal, wie man so eine Decke abkriegt, unterwegs, also auf großer Fahrt reparieren kann. Ich habe zwei Vorderräder mitgebracht hier von einer kleinen Kawasaki Shopper und von einer CB125 K6. Je größer die Felgen sind, desto einfacher kann man daran arbeiten. Wer schon mal einen Rasenmähertraktor mit einer 5,5 Zoll Felge hat, da einen neuen Reifen drauf machen müssen, der weiß, von was ich rede. Also, je größer das Rad, desto einfacher ist das dran arbeiten. Ich würde jetzt erstmal zeige, wie man hier ein Stück Schlauch rausbekommt und auch nachher wieder reinbekommt. Und dann zeige ich nachher das Flicken an dem Schlauch, den ich gerade kaputt gestochen habe. Okay, das ist jetzt der Vorderreifen. Wir sind auf großer Tour unterwegs, irgendwo am Ende der Welt, kurz vorm Nordkap. Und der Reifen ist platt. Ist er jetzt natürlich nicht. Was man zuerst machen muss, ist die Luft ablassen. Dafür gibt es hier so ein Werkzeug, um das Ventil, das ist ein Schraderventil, so heißt das, rauszudrehen. Die nächste Möglichkeit ist, wenn man sowas nicht immer dabei haben will, es gibt spezielle Kappen, mit denen kann man auch die Ventile runterdrehen. Die sind dann sonst im Ruhezustand einfach hier drauf. So, das ist der Ventil. Ups, das ist das eigentliche Ventil, das eigentliche Schraderventil. Jetzt machen wir das hier los, drücken das schon mal ein bisschen rein. Und jetzt muss man den Reifen so ein bisschen von der Felge abdrücken. Wenn man weiß, dass die zu erwartende Beschädigung irgendwo in der Nähe des Ventils ist, ich bin jetzt zu faul, das Ventil jetzt gleich hier durch das kleine Loch wieder reinzufummeln. Ich nehme die Seite hier. Dafür drücke ich jetzt hier ein bisschen ab. Dann nehme ich die Felgenlöffel und man kann, wenn es jetzt eine wirklich schicke, hochwertige Felge ist, kann man hier so einen Schutz drüber machen, der aber natürlich auch wieder den Arbeitsradius oder die Möglichkeit dran zu arbeiten stark reduziert. So, da kommt der Reifen schon. Boah, ist der Zug drauf. So, dann direkt einen zweiten drauf, weil ich weiß. So, den Schlauch wäre er jetzt hier in dem Bereich kaputt, kann man jetzt reparieren, flicken.
Die Flicken gibt es von vielen Herstellern. Ist fast egal, was man kauft. Die gibt es für Auto, Motorrad und so weiter. Wichtig ist, dass die Gummilösung was taugt. Das tut sie nämlich in der Regel nicht. Und wenn sie doch was getaugt hat, damals, dann ist sie mittlerweile eingetrocknet. Also regelmäßig erneuern. Die Leute, die mit dem Motorrad unterwegs sind, die können hier vor Ort reparieren. Das ist das Loch in der Decke. Wir wissen, da ist das Loch, sonst muss man das ins Wasser eintunken. Hat Opa 100-mal gemacht, deswegen ist das überhaupt kein Problem. Die ist jetzt neu, die Gummilösung. Es ist sinnvoll, einen Kreis zu machen in der Größe ungefähr des Flickens mit dem Loch in der Mitte. Sonst kann man nämlich, wenn man das nicht weiß, dann ist hier das Loch und dann macht man den Flicken so an die Seite und dann nützt das Ganze überhaupt nichts. Also so ungefähr hilft es. Das muss man jetzt ein bisschen anziehen lassen, 5 Minuten ungefähr. Das machen wir auch. Das wird jetzt so ein bisschen matt. So, das ist jetzt aufgeraut. Die mit Gummilösung bestrichene Fläche etwa in Größe des passenden Flickens. Hier ist das Werkzeug, um die Schraderventile auszuziehen. Das ist hier in dem Set drin. Hier unten ist so ein gummiertes Schmirgelpapier. Bei ganz großen Flächen muss man die Rückseite mit dem Gummi noch sauber machen, aber bei dem kleinen Ding würde ich sagen, ist das völlig egal. Und das wird jetzt immer matter. Und wenn das dann ganz matt ist, dann können wir den Flicken selbst drauf machen. Man ab. Wird das einmal vernünftig aufgedrückt. Dann kann man diese Schutzfolie hier abziehen. Na, also eine ganz schöne Bastelei. Der Flicken ist jetzt drauf. Es hätte am Rand ein ganz klein bisschen mehr, gerade hier unten, ganz klein bisschen mehr Gummilösung sein können. Aber völlig egal. Das tut so. Kommt das Ventil wieder rein. Haben wir natürlich nicht am Mann. Und die Stelle ist geklebt. Das hält 100 Jahre, da passiert überhaupt nichts mit. Da braucht man sich keine Gedanken drüber zu machen. Das ist auch elastisch, also es geht dann auch, es bewegt sich, alles gut. Zum Wiedermontieren, das Ding jetzt wieder zusammenzubauen, muss das Ventil zuerst rein. Dann muss ein ganz klein bisschen Luft rein. So ein bisschen Luft bekommt der Schlauch etwas Form. Und dann kann man den wieder eindrücken. Wir nehmen jetzt ein ganz klein bisschen Reiniger als Gleitmittel. Ist wieder drauf. Jetzt kann man hier oben wieder festdrehen, Luft reinmachen und fertig.
Macht man nicht, also sollte man unterwegs nicht machen müssen. Aber man kann es, in der Theorie geht es halt. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, sind die Ventile, also die Schraderventile und die Werkzeuge, die man dazu braucht. Die Kappen können Sie beim Reifenhändler anfragen. Die gibt es auch nicht nur aus Kunststoff, die gibt es auch aus Messing. Das Werkzeug hier gibt es bei Lemora, das Flickzeug auch. Und achten Sie darauf, möglichst frische Gummilösung dabei zu haben. Okay, wir freuen uns, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns über Ihr Like. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Kommentare, Abonnements, immer so das Übliche. Das ist der Call to Action, der muss immer dabei sein. Okay, danke, tschüss.